Zerstörung, Fallout, das Zuhause. Willkommen zurück bei Fallout 4. Wir werden uns hier erstmal ein wenig umsehen. Volt-Ausflugknopf. Nichts tut sich. Schraubenschlüssel. Todeskrallenhaut. Naja. Vielen Dank, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt zu Fallout 4. Nachdem es anfänglich ein bisschen ruckelig war. Werden wir doch diesmal hoffentlich hier ein bisschen besser vorankommen. Nüscht. Ja, nüscht. Na gut, dann begeben wir uns erstmal nach Hause, würde ich sagen. Boah, da würde ich die atomverseuchten Krähen, Raben. Gibt es hier noch was Interessantes? Arschbecher. Springmesser, cool. Ob ich noch benutzen kann, das Springmesser? Ich schaue mal. Inventar, Waffen. Ja, kann ich benutzen. Cool. Coole Sache. Die ganze Leichenlager. Kuhblume. Ja, mal sehen, wozu man das gebrauchen kann. Atemberaubend. Entdeckt. Sanctuary. Wir haben einen Ort entdeckt. Dann werden wir uns gleich mal hier ein paar die Gebäude angucken. Schachbrett. Pilotkleid. Nee, ich zieh keine Kleider an. Ich bin ein Mann. Ich bin männlich. Sieh, was interessant. Es gibt Kühlschrank. Eine Blechdose. Kronkorkenvorrat. Schön. Wie es aussieht, ist hier auch nichts weiter in der Hütte. Kaure Hemd und Hose. Ach komm. Sprich mit Kotzwurf. Wo ist Kotzwurf? Da ist Kotzwurf. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Kotzwurf? Du bist noch da? Also, könnten andere auch noch am Leben sein? Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Prunkstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber sie wirken mitgenommen. Ihre Frau sollte sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist sie überhaupt? Sie kann nicht. Sie haben sie getötet. Sie... haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Er wurde entführt. Sie haben ihn mir weggenommen.
ist fort, verdammt! Jemand hat ihn entführt. Sie haben mir meinen Sohn weggenommen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Ach ja. 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Was? Essen? Ja, klar. Ich muss kurz nachdenken. Dann bin ich gleich wieder da. Okay. Wird er dir das zu essen zubereiten, oder was? Wir gehen einfach mal mit hinterher. Cotsworth. Ja. Grognat. Der Barbar. Kann ich das denn lesen? Garden? Zeitreise für Anfänger. Garden. Nein, das muss ja hier in der Inventar sein. Diverses. Aha, was er hier macht, gibt auch keinen Sinn. Sir, hier bitte, Sir. Also, ich habe nachgedacht. Wenn etwas nicht stimmt, verstecken sich Ihre Lieben vielleicht vor der roten Gefahr. Die rote Gefahr? Natürlich! Die Kommunisten, die Russen und die Chinesen. Die Kommunisten. Cotsworth, Kumpel. Ich glaube nicht, dass die Roten noch ein Problem sind. Ich habe eine Idee. Suchen wir das Viertel ab. Ihre Frau und der kleine Sean, sie sind immerhin auch meine Familie. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Sehr gut. Ich werde mich hier erstmal umschauen, bevor ich der Pfeffermühle hinterherlaufe. Weil vielleicht gibt es hier noch was Interessantes. Das ist der Handy-Treibstoff. Was ist denn das? Ich komme, Kumpel. Ich komme und hol dich. Spielzeugauto, Babyrassel. Schund. Wo ist er denn? Warten Sie. Meine Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Ja, ich komme. Jetzt habe ich den Nukula. Fleisch und Bohnen. Ich komme, Cotsworth. Ich folge dir auf dem Fuße. Was ist denn entdeckt? Entdeckt! Cotsworth hier alles weggemacht. Sir. Cotsworth. Sir. Aha. Dann werden wir uns hier mal kurz umschauen. Riesen. Ekelfiechers. Oh, hier liegt noch eine Leiche. Guck mal. Improvisierte Pistole. Sir. Ihre Frau und der kleine Sean. Die sind nicht hier. Oh, ein Safe. Oh. Oh. Ja. Cool. Sauber. Schöne Sache. Das ist aber was super Tolles. So, wie es aussieht, ist hier auch wirklich nicht mehr. In der Hütte. So, Cotsworth. Hey, Cotsworth. Sir, Ihre
meine Frau und der kleine Sean. Sie sind nicht hier. Danke für den Versuch, Cotsworth. Sie dürfen nicht aufgeben, Sir. Was ist mit der Stadt? Concord ist in der Nähe. Und ja, die Leute haben dort erst ein paar Mal auf mich geschossen. Vielen Dank für deine Hilfe, Cotsworth. Viel Glück, Sir. Sie finden den kleinen Sean. Ich weiß es. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Alles klar, dann werden wir uns mal nach Dings begeben. Da werden wir mal kurz mal auf die Karte schauen. Dann werde ich mich auf den Weg machen. Es ist ja hier unten lang. Aber Moment. Rüstungswerkbank. Cool, ich kann sogar isolieren. Schau mal einer an. Was man hier nicht wieder alles machen kann. Schlösserhammer. Waffenwerkbank. Anfertigen. Schwerer Verschluss. Wir wollen hoffen, dass er ein bisschen mehr Wumms jetzt hat. So, dann sehen wir uns hier noch ein wenig um. Kanister Öl? Öl? Oil? Also wie es aussieht, ist hier auch nichts weiter. Schmalzlockperücke, Junge, Junge, Junge. Na gut. Jetzt aber werden wir uns darunter begeben. Ach, vorher möchte ich hier nochmal in ein Haus reinschauen. Reinsehen. Man hier nicht doch noch was findet, was interessantes. Küchenwaage. Klasse. 10mm Pistole, da hat jeder im Bad rumliegen. Oh, und safe, Einsteiger. Nein! Ich habe keine Haarklammer mehr, schade. Kann ich hier irgendwas machen? Das lasse ich auch erstmal. Wenn ich mehr Info habe, wie ich das hier machen kann. Nicht, dass ich hier alles Schutt haue. Provisorische Bombe. Hätte ich doch mal eine Haarklammer. Ich habe aber keine Haarklammer, schade. Sauberer schwarzer Anzug. Maddox. Ja, wenn man sucht, der findet, ne? Okay, jetzt aber. Warte, hier runter. Kochstation. Oh. Wo ab du? Noch mehr von den Viechern? Leere Milchkanne. So einen Schutt brauchen wir nicht. Schade. Schade, dass es keine Haarklammer mehr hier ist. Jetzt würde ich dann noch versuchen, diesen doofen Safe da zu öffnen. Aber nun gut, jetzt aber endlich. Was haben wir hier nochmal? Splittergranate, na sicher. Die hat man immer im Beton. Behalten einen gammel Outfit. Will ich nicht. Was ist das da? Was sind das? Oh, hier, guck mal. Oh, wir haben sogar ein Gewehr.
Ich probiere das Gewehr mal aus. So, Inventar. Waffen. Schlagstock. Das sieht ja aus. Junge, Junge, Junge. Alles Holzding. Na gut, was soll's. Hund. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Hast eine Ladung Flöhe an Bord, was? Okay. Lass uns zusammenbleiben. Sehr schön. Halte ich auch für eine gute Idee. Dann werden wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Was haben wir hier? Nicht. Nicht. Dann nehme ich alles mal mit hier. Hier ist auch wieder so Werkbank und sowas. Cool. Sieh mal einer an. Was bellst du? Stange Zigaretten. Das war's, ja? Schon wieder. Ah, hier noch. Malpinsel. Ach, bist du wieder ein Malpinsel? Sicherung. Plastikmesser. Boah, das sind vier. Ah, hier draußen ist auch noch einer. Na komm. Wo bist du hin? Oh, die kommen aus der Erde! Piss dich, du Scheißvieh. Maulwürfe. Maulwürfe. Maulwurfs. Kotzwürfs. New Cola. Schmackofatz. Nämlich automatisch leer. Laborstation. Da kann ich bestimmt Drogen herstellen. Drogen. Da ist ja noch ein Maulwurf. Bam! Weg mit der Rübe. Küss dich! Das war's, oder? So, jetzt gehen wir weiter hier. Scheiß Maulwürfe, die machen mir einen, machen ja richtig Ärger. Boah, das für Viecher, Alter. Rieseninsekten. Allmächtiger. Ich wechsle aber mal wieder zur CBD-Beta-Pistole. Kronkorken, sehr schön. Hier ist nichts weiter. Der Kommode, was haben wir hier? Haarklammerbox. Ja, Haarklammern, sehr schön. Hier oben liegt auch noch ein, oder? Sehr geil, da kann ich da hinten. Oh. Wie durch die Decke gefallen. Maddox. Eine Stunde schlafen und wir sind ausgeheilt und gespeichert. Sehr schön. So, meine Freunde. An der Stelle mache ich den Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Runde Fallout 4. Tschüss.